Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von The Search. Und wir gehen jetzt hier mal direkt rein. Wir haben jetzt Arbeitszeit 1 Minute 59 oder 1 Stunde 59. Ich glaube, das soll 1 Stunde 59 Minuten heißen. Kernleistung 21. Ja, wir sind richtig, richtig krass drauf. Sind immer noch in dem gleichen Quadranten. Toll. Orientierungshilfe, ja, super, da komme ich ja richtig weit mit hin. So, wir haben diese Kernleistung aktiviert beim letzten Mal und jetzt war es ja so, dass wir ein Problem hatten, oder eher gesagt kein Problem, aber wir haben uns halt überlegt, dass wir da unten nicht weiterkommen, weil wir da unten sterben in dieser Pfütze. Also müssen wir ja irgendwo einen Weg finden, irgendwelche neuen Türen muss es ja geben, die wir vorher nicht aufmachen konnten, und das ist halt jetzt die Frage. Nee, da muss ich ja schon wieder gegen die kämpfen. Nee. Da weiß ich nicht. Da drüben war jetzt. Pass auf, wir gehen nochmal die Wege durch. Da konnten wir nichts öffnen. Hier springt uns gleich einer an. Yep. So, wir laufen mal hier hoch. Der springt uns auch an. Direkt. Und ich glaube, da drüben war doch eine Tür, die wir vorher nicht öffnen konnten sonst, ne? Hoppala. War das hier? Nee, hier war das nicht. Scheiße. Das war, glaube ich, hier hoch. Oh, was ist mit dem los? Wo kommt denn jetzt der Typ her? Boah! Also wenn ich jetzt ehrlich bin, wüsste ich auch mal gern, wie ich den platt bekomme. Denn Schaden mache ich dem gar keinen. Oh Mann, der trifft mich ja immer. Okay, blocken bringt gar nichts. Also an sich macht er ja... Oh, was geht denn jetzt ab? Warum? Ach, jetzt habe ich ihn begriffen. Jetzt habe ich den Boss begriffen. Ja. Der macht immer diesen Schlag. Da müssen wir aufpassen. Dann laden wir quasi oben den orangefarbenen Balken auf. Und jetzt habe ich es nämlich bemerkt, weil jetzt ist es schon zu spät. Ja. Jetzt war es völlig zu spät. Das war ziemlich dumm. Jetzt wissen wir aber zumindest, dass da anscheinend unser erster Boss hängt. Und, das ist cool. Das hat was. Okay, pass auf. Ich bin aber überlegen, ob ich wirklich die Waffe hier, ob ich den nehmen will. Sie ist zwar cool, aber ehrlich gesagt... Nee. Nehme ich doch lieber ihn. Wir helfen gern. Und wir gucken aber jetzt mal ganz kurz, ganz pfiffig, obwohl... Nee, können wir auch darum machen.
Da kamen wir ja nirgendwo mehr rein. Ja, betreten. Das sind die Bosskämpfe. Ja, klar. Jetzt hat er auch ein ganz anderes System drauf auf einmal. Jetzt macht er ganz andere Attacken. Aber was macht meiner da? Warum greift er so komisch an? Auch immer ein bisschen Platz, bis ich da durchkomme. Vollstrecke maximales Laufbahn. Oh. Unser Werbung autorisiert. Oh. Wie hat er mich denn damit getroffen? Tschüss. Ja, okay, okay. Er geht gar nicht down jetzt. Was ist denn jetzt los? Hä? Ja, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Der ist doch gerade zusammengebrochen, wenn ich den bis oben hin durchklatsche. Warum ist er denn jetzt nicht zusammengebrochen? Das verstehe ich nicht. Hä, das verstehe ich jetzt gar nicht. Was soll denn jetzt der Quatsch? Bitte vergiss nicht. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. So, wir wissen, da ist ein Boss. Also hier ist nichts rum. Hier auch nicht. Da ist der große Dicke. Da oben ist noch so ein Ding. Wie kommen wir da hin? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall kann das doch jetzt nicht sein, hä? Und dann müssen wir da nochmal unten rumrennen. Da gehen wir nicht auf den Sack. Oder die Waffe ist einfach falsch. Na, der dicke Hammer ist kacke, da bin ich ja kaum beweglich mit. Angriffsgeschwindigkeit ist halt extrem. Scheiße. Der ist eigentlich perfekt. Von daher verstehe ich das nicht. Da müssen wir uns jetzt echt mal was überlegen.
Weil Grad ging ja auf jeden Fall nicht kaputt dadurch. Nochmal. Oh, geil. Schon die Hälfte daneben verloren. Weil ich gerade nicht aufgepasst habe wegen den Drohnen. Das ist aber auch echt schwul. Drohnen sind echt eine Kackidee, Alter. Ohne Witz. Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? So, nochmal jetzt hier, Leute. Jetzt haben wir mal pure Konzil. So, bis jetzt ist der Kampf ja ganz logisch. Wir müssen da rein. So. So, jetzt geht er zurück. Na, ja, okay, das war klar. Ich kann aber auch nichts anderes anvisieren. Ja. Ach. Der muss sich seine... Ach, jetzt habe ich es begriffen. Der muss sich... Ah. Ja, okay. Der muss sich mit den Raketen selber treffen. Jetzt haben wir es. Also, bis jetzt ist der Stangenangriff eigentlich dafür sehr, sehr geil gemacht. Boah. Aber blocken bringt ja gar nichts beim Boss. Das ist halt das Einzige, was sehr, sehr schade ist. Nein! Oh, der trifft sich doch selber. Was für ein Beschiss ist das? Ich stehe unter dem Ding. Ich stehe unter dem Ding und er trifft sich. Und das Search funktioniert nicht mehr. Richtig Hammer, Leute. Richtig Hammer wieder. Bis gleich. Geben Acht auf dich. So, leider müssen wir jetzt nochmal dahin laufen. Aber den einen Kampf werden wir jetzt nochmal probieren. Wir werden jetzt noch einmal probieren. Den Pisser fertig zu machen, weil jetzt haben wir es endlich herausgefunden, wie, aber der Weg dahin ist immer irre lang und jetzt haben wir auch endlich geschafft, den ersten Boss. Wahrscheinlich mussten wir diese erste Tür überwältigen und jetzt wurde der Boss halt freigeschaltet anscheinend und ab dann geht's auch weiter. Würde ich jetzt mal grob besagen. Also ich bin schon froh, dass wir einen sehr agilen Typen genommen haben. So. Kollege. Okay. Ich nehme erstmal das andere Bein, weil irgendwie bin ich so rechts fokussiert. Ich weiß auch nicht warum. Okay, der geht wieder zurück. So, Leute, jetzt haben wir das völlig ausgeklügelt, das System hier. Völlig ausgeklügelt, weil das hier ist eigentlich... Und ich bin froh, dass das Spiel bis jetzt eigentlich recht... Aber leider muss ich da doch wirklich ausweichen, noch bis zum geht nicht mehr, bevor... wir dann da... Das finde ich gut, dass man da nicht hängen bleibt oder sonst irgendwelche Schäden. Also das ist bis jetzt eigentlich recht okay.
Aber ich habe leider doch noch immer... Ah, seht ihr? Das meinte ich. Und man kann nicht blocken. Man kann einfach bei dieser Missgeburt nicht blocken. Das verstehe ich einfach nicht. Und die Stampfer bleiben sogar. Da, es ist unglaublich. Oder ich bin einfach zu dumm dafür. Das kann natürlich auch sein. Einfach nur ein Vollspacko. Ja, ich bin wahrscheinlich ein Vollspacko. Denn er macht jetzt diesen Angriff immer wieder. Und jetzt muss ich nämlich auch... Und der Stangenangriff. Und das finde ich sehr cool, dass der jetzt nicht übermäßig seine Strategie ändert oder sein Muster. Das fände ich jetzt ein bisschen übertrieben scheiße. Aber jetzt bin ich mir nicht so sicher, was er macht. Obwohl, doch immer noch dasselbe. Jetzt macht er den Angriff etwas häufiger, glaube ich. Nein, noch nicht. Jetzt möchte er sich gerne wieder zerbomben. Ah, der steht immer ganz hoch dann da. Ja, das war jetzt irgendwie scheiße. Boah, das war ja jetzt wohl läppisch, ne? Ach, come on! Okay, sehr langsam, Leute. Ich bin gerade sehr konzentriert. Denn ich werde gleich schreien, wenn ich es jetzt nicht schaffe. Warum kickt der mich dann immer so seltsam? Okay, ich konnte gerade nichts mehr fokussen. Das war sehr, sehr seltsam. Wenn jetzt nichts schief läuft, plätten wir ihn noch. Okay, der Angriff ist ganz neu. Nein! Ach, come on, ey, really? Ey, was ist das für eine Scheiße von dem? Alter, hat der Outdoor-Hack wieder drin oder was, ey? Oh Mann, ist das ein Drecksspiel, Alter. Ohne Witz, Alter. Warum tue ich mir diese Spiele jedes Mal wieder an, ey, wenn ich ausrasten könnte, deswegen. So ein Lachkick wieder, ey. Meine Fresse, ey. Nächste Runde kriegen wir hoffentlich, meine Güte, ey. Juckt mich das, ey. Mein Gott, ey. Jo Leute, bis zum nächsten Mal, haut rein, Alter. Ich hau dem Ding in die Fresse, ey. Kann doch nicht sein, ey.